Danke! Gebt uns bitte die Antwort. Alles ist doch echt ein Knaller. An dieser Stelle existierte früher die Villa Waldlust und sie wurde dann zu einem wunderschönen Grand Hotel aus- und umgebaut. 1902 öffnete sie dann ihre Pforten und es gingen sehr viele Stars und sogar Könige hier aus und ein. Der schwedische König soll ja abgestiegen sein, Stummfilmstars aus den USA und sogar der berühmte Schriftsteller Mark Twain soll hier residiert haben. In den 1920er und 30er Jahren hatte es seine Blütezeit. Doch es gab auch tragische Ereignisse, denn einer der Besitzer soll hier einen Herzinfarkt erlegen sein. Und eine Besitzerin, die sogenannte Adi, soll auch hier auf tragische Art und Weise 1949 umgekommen sein. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Ganze hier als Lazarett genutzt und es kamen sehr viele Menschen hier um. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es hier sehr viele wechselnde Besitzer, aber es konnte niemals an die ehemalige Blütezeit wieder anschließen. Und 2005 schloss es dann endgültig seine Pforten. Schon seit Jahrzehnten werden hier unheimliche Phänomene berichtet. Gäste haben berichtet, sie haben Gestalten gesehen, Schritte gehört, Babys schreien gehört, wo keine waren. Und auch die Angestellten haben von sehr vielen unheimlichen Vorfällen berichtet. Da schlafen wir heute Nacht. Das ist cool. Muss ich denn eh mal wieder meinen Audiorekorder einschalten? Dass mir auch ja nichts entgeht. So, und jetzt starten wir die zweite Aufnahme gleich im Treppenhaus. Jetzt gehen wir dann nochmal rein. Haha. Das hier ist mein Favorit. Das ist cool. Gell? Das ist richtig cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, vor allem, ich glaube, wir gehen jetzt mal einen Stock runter, weil da war ich jetzt schon mal. Aber unten, da wo die Akten sind, ist er auf. So gruselig. Richtig gruselig. Kann man rein. Gehen wir eins runter. Ich habe noch gar nicht erzählt, als ich diese Einzelsitzung gerade gemacht habe, hier also eins drüber, dann habe ich mich reingestellt, das Licht ausgemacht und plötzlich hat der Boden vibriert, so richtig, als ob jemand direkt hier rumlaufen würde, direkt neben mir. So richtig stark. Aber hast du hier auch das? Ich eins drüber, so. Einen Absatz drüber, wo wir rausgekommen sind gerade. So. Das war cool. Das war so richtig unheimlich. Traut euch, wir sind echt nett. Wir wollen nur mit euch reden und sehen, dass ihr irgendwelche Bälle bewegt oder irgendwas in unser Mikrofon sprecht. Und das ist Wahnsinn. Das ist komisch, ja. Da muss er richtig dran stoßen, an die, wo er drauf ist, damit der losgeht. Aber vorhin ist er schon alleine losgegangen.
Jetzt hat er. Jetzt ist er wieder losgegangen, hä? Das ist seltsam. Schräg. Ja, schon, ja. Danke! Wow. Jetzt hast du es gesehen, wie es geht. Danke, danke. Na also dann. Wow, danke! Kannst du das auch mal ein bisschen bewegen? Kannst du den Ball rollen? Ein bisschen anstupsen? Die Treppe runter? Ach, schau das an. Wow. Danke. Ich habe gelernt, oftmals gut, wenn man es demonstriert, wie es funktioniert. Und dann geht's. So, jetzt habe ich meine Kamera auch, also die andere. Weil ich nicht weiß, ob das mit dem Bällchen jetzt drauf war. Kannst du vielleicht bitte einmal noch das Bällchen anmachen? Bitte, bitte. Bitte. Ganz, 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 ganz großes Bitte. Einmal. Ich befürchte, wir werden Kamera und DVD ausmachen müssen. Oh, danke! Wow. Hey. So ist es so. Das meine ich. Ja, ich hoffe, es wird gesehen werden. Ja, ich denke schon. Das sieht man, dass es blinkt. Ja, das schon. Wer befürchtet hat, dass es Infrarot. Ja, man sieht die Lichter nicht so gut, das stimmt schon, aber es funktioniert. Ja, der Strahler hat das überblendet, aber es. Ja. Danke, du bist so fantastisch. Du bist so nett zu uns, dankeschön. Du machst es so gut mit den Bällchen. Übrigens, da oben ist auch noch ein Bällchen, hast du gesehen? Ja, nee, egal. Ja, auf dem obersten, ich glaube, auf dem obersten Treppenabsatz oder so habe ich auch so eins hingelegt. Mhm. Also, da, diesen. Und da unten ist die Lichtleiste, die funktioniert genauso wie das Bällchen. Ist halt so ein langes Ding. Mhm. Na gut, dann gehen wir wieder zu den anderen, würde ich sagen, oder? Ja. Mhm. Ah, vielen Dank, das war wirklich toll. Oder? Cool. War wirklich sehr, sehr lieb. Eine richtig schöne Feier. Ach komm schon. Spielfeier. Es wird doch mal was Schönes. Mit Musik und Tanz. Ich hätte nicht das Lied für die Elisabeth. Ja gut. Okay. Es sind doch ein paar Bayern mitgekommen, oder was? Nein. Nein, irgendwie nicht. Was jetzt? Ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Von mir aus. Nee. Sind mehrere scheinbar. Sie sind sich nur eins. Ich lasse es mal laufen, aber gucken wir mal. Mach's aber leise. Gefällt dir die Musik? Ja, okay. Ja. Sind hier auch Kinder? Wie viele Kinder sind hier in dem Hotel? Nicht. Oh. No.
Vielleicht wollen die Kinder ja ein bisschen hier mit unseren Sachen spielen. Ich glaube, die spielen auch keine. Ja, ich habe das Gefühl, sie sind weg hier. Na gut, dann gehen wir halt woanders hin. Haben wir ja genug Zimmer zur Verfügung. Na, müssen wir nicht sehen. So, jetzt gehen wir. Get out here. So, und jetzt machst du mal so. Aha. Ja. Ja, also es geht doch. Machst du noch eine zweite Leiste an, bitte? Eine am Boden. Soll immer laut werden. Wow. Ja, cool. So ist brav. Danke. Bernhard guckt, was bei sich im Zimmer los ist. Dankeschön, yay! Yeah. Yeah. Mhm. Weil ich habe in der Zwischenzeit alles. Jetzt genau, wo ich in meine Dinge nicht schaue. Das ist unglaublich. Machen jetzt beide, oder? Das ist von mir, glaube ich, oder? Ja, meins liegt auf dem Bett. Ja, das oder ist auch nicht so. Nee. Warst du das mit dem Paraskop? Nö. Ich nicht. Ja, wer denn dann? Weiß ja, nicht. Ich nicht. Also? Hast du Hunger? Ich nicht. Ich hätte noch Nussini. Nee. Oder vom Krammel der Käse. Nee. Sag mir meinen Namen. Elisabeth. Mhm. Elisabeth heiße ich nicht. Emily. Wieder. Elisabeth.
seid ihr? Two. Die andere hat es vorher gesagt. Jetzt zählt erstmal durch und dann gebt ihr uns bitte die Antwort. Wie viele? Na, wollt ihr mit uns eine Party feiern? Ich hab grad meinen Kinect, hätte er eigentlich gesagt. Vielleicht haben wir wirklich was drauf, das wäre natürlich geil. Das kann natürlich sein. Geh nochmal einen Schritt. Yeah. Geh nochmal einen Schritt. Du möchtest den Werbel hören, ne? Ja, das ist interessant. Jawohl, schön.
Dankeschön. Ja. Zwei bitte. Wie viele Personen sind wir? Zählt mal, wie viele sind wir? Ihr seid intelligent. Lichtleiste. Ja, die Lichtleiste, ja super, danke schön. Also, wie heißt du? Wie ist dein Name? Oh, hallo. Bewegungsmelder. Ja, gut. Danke, sehr gut, sehr gut. Danke schön. Hat es mir das Schaff gestellt? Ach so, muss ich da nochmal? Ja, bitte, nochmal. Vier? Ja. Ihr seid vier? Und ich wollte hier gehen. Ja, okay. Habt ihr den Bewegungsmelder ausgelöst? Ja. Ah, die Lichtleiste. Dankeschön. Siehst du den von dir aus? Ich sehe gar nichts. Okay. Der Tisch im Weg und der Stuhl. Ach, das heißt. Leider nein. Was? Nichts gestatten? Also, wie sieht es mit Sam Clemens aus? War der da? Nicht da. Oh, Lichtleiste schon wieder. Danke. Sitzen hier irgendwelche Soldaten, die hier in Lazarett gestorben sind? Wer seid ihr? Lichtleiste. Oh, schon wieder Lichtleiste. Irre. Die ist so dunkel, die sieht man immer. Ja. Ja, stimmt. Meinen Namen. So, wir sind jetzt im zweiten Stock, haben jetzt die erste Befragung gestartet. Hast du das gehört? Ja. Hatte Marion gehört? Ja, okay. Ja, es könnte. Da, Paraskop schlägt aus. Oh, super. Hast du es drauf? Wow, mit Sicherheit. Aber das ist so blind. Dankeschön. Sehr gut. Ja, ist das nicht. Das kenne ich gar nicht, das ist so blind. Ja, das, schau, das hört bei einem auf. Ja. Oh, noch eins. Und du hast dort rechts neben dem Fenster. Genau dort hin hat es angefangen zu gehen. Ja. Jetzt geht es immer weiter. Ja, das ist schon aber ganz mal. Langsam. Mhm. Bei uns geht es meistens schon ein bisschen schneller. Ja, nee. Die lassen sich Zeit. Ja. Und immer da, wo es grün ist, da gehen sie weg. Schön, dass du dich.
dich gemeldet hast und das du gezeigt hast. Vielen Dank. Ja. Kennt ihr einen von uns oder zwei von uns? Könnt ihr die Namen nennen? Also ich bin sehr gespannt auf die Auswertung. Ich auch. Wolf? Bist du Wolf? Draußen habe ich gerade ein Geräusch gehört im Flur. Knackt. Wobei man natürlich nicht weiß, ob das Holz nicht ein bisschen arbeitet. Naja. Schon wieder. Da bin ich so auch in Aufnahmegerät. Ah, okay. Sehr gut. Amelie. Amelie ist der alten Dame passiert. Stimmt. Die, wo ja stimmt. Im Internet falsch genannt wird. Ah. Ja. Die wie hat es gestern auch. Die Adi im Internet Adi, da genau. Die Besitzerin, die hat in Wirklichkeit Amelie gesagt. Ach so. Emily, geh doch noch mal wieder zum Paraskop. Mach das Paraskop noch mal an, bitte. Danke. Oh, danke, das ist ja super. So. Total cool. Ja, vielen, danke. Vielen Dank. Schöne Kombination. Wirklich toll. Ja. Vielen Dank und danke auch für deine Info gerade an mich, dass du dich freust, dass wir hier sind. Ciao. Ja, danke schön. Das macht Sachen, die ich noch nicht gewohnt bin. Nee, eben. Das habe ich ja noch nie gesehen davon. Stellst du dich jetzt wieder ans Feld, Spar? Komm mal zu mir. Komm. Ja. Dankeschön, total lieb. Emily, ich freue mich total, dass du so kommunikativ bist mit uns. Und wenn du mir noch mehr mitteilen möchtest, dann freue ich mich. Ich werde es dann hier weiterleiten, was du sagen möchtest. Wie heißt du denn? Emily. Das war gut jetzt. Ich habe jetzt das starke Bedürfnis nach MVP-Session überlassen. Ja, macht das. Emily, wer hat dich damals ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ich habe vorhin nicht verstanden, es ist Eva. Peace. Ich habe gerade Peace gesagt. Ja, aber sie auch. Ja. Hab mich zurückgegrüßt. Oder ich hör's auf, ich weiß nicht. Ja, neben mir ist noch Platz. Was ist mit der Hausdame, die ich vorhin gesehen habe? Bekomme ich nachher mit ihr auch noch Kontakt? Ich glaube nicht, dass du das bist. Was ist denn? 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 Was ist denn?
Hausdame ist jemand anderes, ja. Wie hieß diese Dame? Gisela, okay. Haben wir das richtig verstanden, dass sie Gisela hieß? Würdest du das Paraskop dafür nochmal anmachen, bitte? Das ist ja total lieb von dir. Haben wir das nicht richtig verstanden? War es nicht Gisela? Vielleicht haben wir eine Idee. Haben wir was verpasst? Ja, das stimmt, das Paraskop ist wirklich. Das habe ich noch nie gesehen, das ist so blind. Das haben wir noch nie gehabt. Du hast teilweise brauchst, bis das so irgendwie weitergeht. So blink, 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 zwischen zwei. Ich denke, wir sollten vielleicht mal die Location wechseln, oder nicht? Können wir auch machen, ja. So, ich bin jetzt im dritten Stock, in einem sehr kleinen Zimmerchen. Die anderen sind jetzt einen Stockwerk über mir. Schaut mal das Licht aus. So, jetzt habe ich nur noch Infrarot. Ist hier jemand bei mir? Hier ein sehr kleines Zimmer. Hast du ja länger gewohnt? Ich hoffe, ich störe dich nicht. Alles ruhig hier. Es hat ein bisschen geknackt im Bett, gell? Aber sonst momentan nichts zu sehen, nichts zu hören. Na schön, die anderen sind oben verschwunden. Ich glaube, ich schaue langsam mal raus. Hier tut sich nicht so viel. Naja, vielleicht hast du ja was gesagt. Wir gehen jetzt ins Mark Twain Zimmer. Ja! Er hat vieles als ungerecht empfunden. Er kam aus relativ einfachen Verhältnissen, aus dem Süden in den USA. Oh, danke! Hey. Ja. Danke! Oh, wie geil ist das denn? Okay. Offensichtlich haben wir Erfolg hier. Kommt immer weiter nach links. Ne? Ja. Ja. Dankeschön. Oh, wow, danke. Steht da hin? Das ist ja mit Kamera.
Müssen wir mal jetzt noch ein Labor dazu stellen? Nee. Okay. Also jedenfalls, ja, und dann, er hat alle möglichen Berufe gelernt, also zum Beispiel war er auf dem Mississippi unterwegs und hat der Kapitän gemacht von den großen Raddampfern, was ja damals in der Zeit auch ziemlich gefährlich war. Und ich glaube, er hat in der Druckerei als Setzer gearbeitet und alles Mögliche. Also, ne, ich hab das Horoskop da. Ja, wow, ohne die Lichter. Wow. Okay. Und der Bewegungsmelder geht an. Ja, da machen aus. Ja, der ist doch. Nein! Nein! Ich kann nicht mal hinspüren. Man weiß wirklich nicht, wo man hinspüren soll momentan. Ja. Es ist Wahnsinn, weil alles gleichzeitig losgeht. Aber ich glaube, da haben wir wirklich einen Schwarzen getroffen. Aber mit Mark Twain. Ja. Ja, du erzählst das. Ja, genau. Wenn so eine schöne Geschichte hast. Genau. Ja. Was? Nee, das war was, wo bei unten macht nichts. Das ja, ist aber hoch, die macht was. Ja, ganz ja, meistens. Ja, das ist auch sehr. Geht immer. Okay. Ja, danke schön. War das Minenfeld? Nee, aber so wie ihn. Er war auch Verleger irgendwann mal, er hat so einen kleinen Verlag gehabt, soweit ich mich erinnere. Und er hat auf alle Fälle gut geheiratet, eine gute Partie gemacht. Ich glaube, Livy hieß Olivia. Mhm. Olivia Langton, wenn ich mich nicht irre. Und ja, also sie war ein bisschen kränklich, war sie, wohlbehütetes Leben. In New England hat sie gelebt mit ihren Eltern, dann ist sie da raufgezogen. Und ja, wie gesagt, sie hatte halt Geld. Dann haben sie sich ein schönes Häuschen gebaut, was ein bisschen vom Stil her an das hier erinnert. Mhm. Wirklich sehr schön in Hartford, Connecticut. Und dann haben sie Kinder gekriegt, Töchter, drei Töchter. Allerdings war das Leben dort nicht immer einfach, weil es sind ein paar tragische Sachen passiert. Unter anderem ist eine der Töchter verstorben und dann sehr viel später ist dann noch seine zweite Tochter verstorben. Aber es war, glaube ich, wirklich, ich glaube erst mal seine Frau und dann die nächste Tochter. Es war ziemlich tragisch, der Ernst, der hat ziemlich gelitten. Oh ja, richtig, einen Sohn hat er auch noch verloren. Wollte ich gerade sagen, da war noch ein Sohn. Ja, ein kleiner. Oh, das war ziemlich tragisch, aber der war wirklich noch sehr jung. Ich glaube, der ist irgendwie an einer Kälte oder sowas gestorben. Irgendwas in der Art Lungenentzündung, Kälte, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Also ich hatte keine zwei Töchter auf dem Schirm, sondern nur eine und einen Sohn. Aber ist okay, kein Problem. Ja, das ist mal einfacher. Ja, eine ist halt übrig geblieben. Mhm. Okay, okay. Und diese eine Tochter, glaube ich, hat dann auch wieder eine Tochter gekriegt, aber die ist dann, glaube ich, an Drogen oder sowas gestorben. Mhm. Wobei ich das auch nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube, ich habe da mal was gelesen, dass das ziemlich tragisch war und sie sehr früh gestorben ist auch. Na gut, aber Sam, mach doch mal was, wenn du hier bist, bitte. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt sein kann. Oh, der Bewegungsmelder, danke schön. Oh ja, danke schön. Ja, es ist schwierig hier. Okay, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Ja, toll, wenn du jetzt mal auf unsere Aufnahmegeräte sprichst. Wow, danke. Cool. Nicht schlecht.
schlecht. Aber ich habe Gänsehaut. Mhm. Ja. Da ist ein Kind von dir hier. Im Moment. Ein Kind? Mhm. Das hast du mitgebracht. Kann das nochmal so ein Ball berühren? Sam, bist du das? Kannst du vielleicht irgendwas leuchten lassen, wenn du es persönlich bist? Sam Clemens, Mark Twain, machst du bitte irgendwas, wenn du hier bist? Wir wissen immer nicht, wer du bist, wer hier das ganze Zeug macht, wer diese Sachen leuchten lässt und Bewegungsmelder anmacht. Okay, fangen wir einfach an. Bist du ein Mann? Bist du ein Kind? So, das geht zu. Jo. Ja? Hm? Was? Wo? Wo? Ich glaube, es sind. Also hier schlägt es so gut wie alles an in diesem Zimmer. Hier geht die Post ab. Also das stimmt. Ich sehe dich da vorne stehen. Du warst relativ groß. Mhm. Durchaus möglich. Oder? Dankeschön. Danke. Machst du mir nochmal den Ball an, bitte? Bist du Mark Twain? Oh. Dankeschön. Cool. Okay. Aber nicht rausgehen. Hier bleiben. Mark Twain persönlich beehrt uns. Das ist auch schön. Er hat einmal ein deutsches Kindermädchen. Und er kann ein bisschen Deutsch, obwohl er es schrecklich fand, die Sprache. Ah ja, gut, er kann. Viel zu lange Wörter. Er kann richtig Deutsch inzwischen. Also die haben da keine Hemmschwelle. Meine Schwiegermutter hat sich mal auf Englisch gemeldet, mit Englisch mit einem Medium sich unterhalten. Die hat ihr ganzes Leben kein Englisch gesprochen. Oh, danke schön. Wir gehen wirklich ganz, ganz schnell. Mal schauen. Ja, das ist genau, das ist ziemlich. Oh, Bewegungsmelder. Oh, das. Kann ich auch bestanden. Gut sein. Kann ich wieder anmachen? Ich hab gerade ausgeschlagen. Mhm. Ja. Ich leiste dich an. Was für wieder? Ich bin wieder vor uns gegangen, Leute. Vielleicht will ich dich mit dir. Oh, wer ja, sieht? Ah. Oh. Da ist gerade was vorbeigeflogen, dann ist es angegangen. Das ist ja lustig. Irgendwie so ein Staubkorn oder was da. Das ist hier sehr gut. Also, du hast ein Groupie hier. Schade, dass ich kein Buch zum Signieren da habe, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so einfach für dich, oder? Was ist deine persönliche Lieblingsgeschichte? Kannst du uns das auf den Rekorder sprechen? Ich mag ja am liebsten deine Reisegeschichten. Die finde ich einfach toll zu lesen. Ja, die sind echt interessant und witzig. Ich glaube, damals ist er damit ziemlich berühmt geworden, wenn ich mich recht entsinnen kann. Da fliegt einiges rum hier. Ja. Okay, lass mir mal irgendwas anderes angehen. Mein EMF-Meter, irgendwas. Horoskop, du hast hier alles Mögliche.
Die Bälle sind auch cool, also oh ja. Wirklich klasse. Das stimmt. Kannst du dich frei bewegen, wo immer du hin möchtest? Bist du mal in den USA und mal hier? Stimmt das? Innerhalb von Sekunden. Ja. Beneidenswert. Ist ja zur Lebzeit noch enorm viel gereist. Also da kam ein Land, wo man nicht war. Irgendwann mal hat er in eine Erfindung investiert und es ist ziemlich daneben gegangen. Und da hat er, glaube ich, ziemlich hohe Schulden gehabt, hat sich aber alleine wieder aus dem Ganzen rausgezogen, indem er enorm hart gearbeitet hat und hat so eine Art Welttour oder sowas gemacht. Er hat nämlich das sehr gut drauf gehabt, dass er eben vor Publikum redet und vorträgt auf eine einzigartige Art und Weise. Und er war wirklich sehr unterhaltsam und dadurch hat er das ganze Geld dann wiedergewonnen. Geblitzt. Ich habe mich auch gerade gefragt. War das das Rote, aber das piept dann auch, oder? Ja, eigentlich ja. Weil da war vorhin schon mal so ein Blitz, so ein ganzer Kurz. Nee, also. Merkwürdig. Ja, also mein EOF fliegt, glaube ich, in alle, ja, gell? Das kribbelt an meinen Beinen so komisch. Mhm. Ja, das habe ich öfter hier. Ja? Ja gut, das sind halt Berührungen. Achtung. Ja, aber was geht wieder los hier? Ja. Jetzt warte doch, da bleiben. Ich doch das. Doch, das. Na, doch. Heute sind wir verrückt. Der Loki. Was denn, Bruder? Da hat es wieder. Ich glaube, das bleibt ja. Ist so wirklich. Kurz, einfach, dass es einen Ton macht. Das ist wirklich nur so. Aber das war richtig. Ja. Ja. Wie heißt der Pudel? Loki. Ja, danke schön. Der heißt nicht Loki. Du, der heißt Loki. Da, bist du wieder. Ja, aber das wollte doch. Jetzt muss ich mir irgendwo anders positionieren, glaube ich, damit ich das auch. Ja, ich glaube. Also. Oh. Toll. Ja, dann tauschen wir mal Plätze. Ich gehe hier mal hin. Mhm. Okay. Da bin ich gleich. Oh, Bewegungsmelder! Ich lasse ihn mal an. Ja. Und Lichtleister, gell? Aber es ist ein Stimme, sag mal, ist es so. Ja. Na gut. Also, leg mal mein EMF unter an der Boden mit dazu, bitte. Das liegt hinten da, der schmeißt einfach irgendwo an der Boden. Wo bist du? Wo bist du? Tu doch mal das. Das Schwarze. Tu das Paraskop drauf nach vorne. Ja, ich find's auch, weil. Weil ich kann nicht nach hinten filmen und nach vorne wenden. Das hat schon einen Blitz. Da geht irgendwas. Von dem? Mhm. Okay. Pudel vor. Oh, okay. So, jetzt sehe ich wenigstens was dann. Deswegen hast du das gemacht, ne? Danke. Also in dieses Zimmer, weil ich glaube, es ist für immer ein Quartier. Ja. Danke. Super. Du machst es ganz toll. Komm, du hast noch viel, viel mehr hier, wo du überall dich bemerkbar machen kannst. Ja. Da. Da war der Blitz wieder, ne? Ja, da war der Blitz wieder, genau. Aber immer, wenn ich wegschaue. Mhm. Ich sehe es nur aus den Augenwinkeln. Dieses Teil hier neben uns immer rot, danke. Mhm, okay. Jetzt blitzt es hier heute. Oh, das Paraskop. Paraskop, ah, ja. Genau. Ja, klasse. Super. Klasse, ja. Betty, ha? Das ist was Tolles, ha? Sieht man das ein bisschen? Die steht dort und schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt. Okay. Gehen wir weiter. Mhm. Hammer. Schon wieder? Mhm. Ah, wirklich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich zuerst filmen soll. Jetzt hier hinstellen, dann sieht beides hier. Und echt. Wie gesagt, Achtung, Bewegungsmelder. Ja. Ich lasse ihn für euch klingeln. Danke. Okay. Da geht's ja ab. Das beste Zimmer im Haus, ja. Der echt da. Der Feuerwerk ist zum Schluss der am besten immer, ne? Ja. Und wir haben echt noch den falschen Schirm aufgegeben, oder?
Ach, der zweite Ball ist da draußen. Mhm. Und sehen wir denn überhaupt? Ja, ich sehe den. Wenn er leuchtet, dann sehen wir. Den siehst du. Ja, genau. Warte mal, ich hol mal deinen. Weil da eisgeladen sitzt, ist ein Dauer dann brennt, anleuchtet und hier. Genau, mach das mal an. Vielleicht freuen sie sich an jetzt. Ja, genau. Die verpaaren sich jetzt. Zu einem großen. Genau. Oder sie zeugen viele kleine. Das wäre noch niedlich. Linken Hand wird es gerade kalt. Sag mal. Die hört gar nicht mehr auf. So eine Energiepumpe ist schon was Praktisches, ja? Mhm. Oh. Kaum setzt man sich mal hin, oder? Liegt zu Wasser, oder? Hm. Oh, nee. Ja, das sehe ich, das nicht so meine Füße geht. Nicht weggehen! Nein, nein, jetzt schön hier bleiben. Wir sind noch nicht fertig mit euch. Ich habe vorne eine kleinere Energie, wenn dann ist jetzt ein Kind von ihm. Danke! Es ist zu krass, oder? Okay. Bist du der Sohn? Ich glaube, Blanton oder so. Nee, ist er. Eine der Töchter. Ist ja ähnlich wie der Nachname seiner Frau. Du möchtest Betty holen oder warum bist du hier? Bist du ein Mädchen? Ja. Ah, jetzt haben wir doch ein Mädchen. Mhm. Staubig ist hier mit gerade vollem Hals. Fürchterlich. Guck mal, hier gibt es ganz viele Sachen, wo man anmachen kann. Bist du Susi? Nicht. Bist du traurig, dass Susi gestorben ist? Nee, die hatte Hirnhautentzündung. Die hat sie ja jetzt wieder. Schon kein Problem. Ja. Aber warst du damals traurig, dass sie gestorben ist? Oh, ja, das hat es wieder gewusst. Ja. Ja. Danke, dass du das Gerät berührt hast. Oh, okay. Oh, danke. Oh, danke, danke. Wahnsinn. Wow. Jetzt geht's aber ab. Es geht wirklich ab hier drin. Du wolltest jetzt mal die Antenne berühren, ne? Berührst du? Das ist wirklich viel. Ja, geh noch einmal hier zur Lucia an dieses rote Gerät und berühre die Antenne. Sollten wir jemals Spukmächte hier anbieten, da weiß ich, wo ich mich hineinhocke. Liebe Gäste, wir werden jetzt 2 bis 3 Stunden hier in die Sonne anbringen. Tja, wollen wir hier mal Hexenbrett machen? Hm? Wie? Hexenbrett hier? Ich hab da den Audio-Recorder platziert. Achso, warte, der ist ja alle. Ich höre jemand hochkommen, kann das sein? Hm? Wie man schreibt immer nach vorne, dann willst du ja. Oder? In der Twilight Zone verschwunden. Günther? Ja. Ach, machst du nicht mit? Nö. Achso, dann. Okay. Hier ist kein Platz. Ja, doch. Okay, das Ding ist scharf. Na gut, dann machen wir mal. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte, dann bewegt bitte das Platz. Ja, das ist ein guter Anfang, danke schön. Aber kannst du mal den ersten Buchstaben deines Vornamens nennen?
arbeitet nicht. Vielleicht versuchst du es nochmal bitte? Und weiter? Was kommt nun? Buchstabierst du bitte? Keine Ahnung. Such's dir aus. 20.000 Sachen. Ja. Wie lange du nichts? Aber den Füller in den Schrank. Normal. Wie lange du schrankst hin und her? Hast die Lampe schwankt? Ja, nee, die bewegt sich. Warum das? Ich weiß nicht. Da flog jetzt ja gerade irgendwie ein Orb hoch, habe ich gesehen. Ein was? Ein Orb. Und weiter? Was, ein Ohr? Orb. Ein Ohr? Ein Ohr. Das ist ein bayerisch, ein Ei. Ach so. Geil. Wenn das jetzt kommt, ne? Oh ja. Das, wir haben den Hund am Brett. Nein! Das kann nicht sein, oder? Betty! Betty! Mama? Mama! Hä? Olivia? Ja. Das ist die Frau, nämlich, ne? Und die Mama von Sam? Nein, oder das ist nicht Sam. Das ist Mark Twain. Mark Twain ist ja bloß sein Pseudonym gewesen. Ach so, ja. Das hat er sich ausgedacht, weil das hat irgendwas mit der Flussschifffahrt zu tun. Ach so. Irgendwie die Tiefenmessung und so, wie das gemessen und dann irgendwie... Ah, das wusste ich nicht. Wo ist deine Mama? In meine Richtung von deiner Mama. Hä? Hey. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Ja. Was? Mama. Die Stimme, die Kinderstimme. Mama. Ja, ich hab's jetzt Mama. Ganz kurz. Das habe ich bisher ja gehört. Ja, ganz laut. Das war laut. Laut. Hey. Wo ist deine Mama? In meine Richtung von deiner Mama. Hä? Hey. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Ja. Was? Mama. Die Stimme, die Kinderstimme. Mama. Ja, ich hab's jetzt Mama. Ganz das habe ich bisher ja gehört. Ja, ganz laut. Ganz laut. Boah, ich auch. Ja, oh mein Gott. Warst du das gerade? Das war jetzt. Das war richtig laut. Boah, jetzt krieg ich aber... Das Ding blinkt wieder. Ja. Hallo, mein was blinkt? Dein Antennending. Dein Melmeter. Weiter. Ich schau also, zu. Woher kam das Mama? Wisst ihr das? Ich kann Ihnen nicht sagen, ich hab's nur gehört. Das war richtig laut. Ja. Das muss auf dem schwarzen Rekorder sein. Ja, mein Mann da ruhig. Boah, jetzt kommen mir die Quellen. Muss denn das sein? Wach werden. Stelle existiert. Ich kann das nicht mehr machen. Kann das nicht jemand anders machen? Es wäre schön, wenn du dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise bemerkbar machen würdest. Aber ich kann nicht sagen, wie das bei mir auch wie ihr seht, ist das alles ziemlich witzig mit uns. Ja. Zwei Minuten. Weißt du, wieso? Nein, das macht nichts. Der Peter Wendt, von Ghostbusters. Die Nachrichten über meinen Tod sind stark übertrieben. Mark Twain.
Dann nehmen wir rum. Ich habe das Gefühl, mit Dutch Airs aufzukommen.